Wir zeigen euch eine Hochsteckfrisur. Wir haben vorgearbeitet mit Locken, wie ihr aus einem unserer Videos ihr wisst, haben wir diese Locken mit dem Kletteisen gemacht. Wir brauchen dazu U-Stäbchen. Wir nehmen einzelne Passés und stecken die nach oben weg. U-Stäbchen, Passé nehmen, nach oben gehen, verkehrt um, reinstecken. So arbeiten wir uns jetzt um den ganzen Kopf herum. Passé nehmen, hochstecken, rein. Die Haare, wie euch hier auffällt, sind noch nicht besonders lang, aber es funktioniert hervorragend. Ich habe die Haare vorher nicht tupiert, also ist natürlich nachher auch relativ easy, das wieder aufzumachen. So arbeite ich mich um den ganzen Kopf herum. Auch leicht nach hinten. So, und jetzt zupfe ich mir noch vereinzelte Haare wieder raus. Um der ganzen Sache eine gewisse Lockerheit zu geben. Wenn ihr hier so einen Querscheitel habt, nehmt ihr auch wieder eine U-Nadel. Zieht den zusammen und schiebt ihn rein, so muss er weg. Auch hier ziehe ich mir jetzt einzelne Härchen wieder raus, das war zu viel. Hier gehe ich wieder mit der U-Nadel rein und fixiere es wieder nach oben weg. Hier sollte auch noch ein Zöpfchen sein. Hier haben wir zu viel Haare noch. Auch mal nach oben fixieren. So, schon haben wir eine lockere Frisur für den Abend. Oder auch einfach mal tagsüber fixieren durch das mit einem Haarspray. So, und diese Frisur eignet sich hervorragend zum Nachmachen. Also, ihr Lieben, viel Spaß damit. Tschüss.